Wie so ein Helm nur unten. Oh Gott, wie soll ich denn gleich schlafen, Wieso? ey? Ist so eine richtig aggressive Fliege. Hier ist ein. Toll! Ich hab Wölfe vor mir. Ist das euer Ernst? Ernsthaft jetzt? Ich hasse Koordinaten durchgeben. dich. Beweg Koordinaten dich nicht. durchgeben. Bleib da stehen. 1184, 69, 1130. Moment, 1000. Bisschen. Ja, Das wobei, wir ist sind gar nicht nichts. so weit weg. Gerade sagen, das ist nichts, Niki. Ich war von meinen Koordinaten her, war ich bei 5000 noch was. Also müssten wir so ungefähr laufen. Folge Da dich. drüber. Also die eine, die mittlere interessiert mich nicht. Sag Ist mir die mal eben nochmal Höhe. die ersten beiden. Nein, die ersten beiden, also die Warte erste und die mal. letzte. Warte. 1184 war die erste. 1084 die erste, 69 die zweite, 1130 die dritte. Beide sind interessant. 1130. Oh Gott. Das sind noch 1000 Blöcke, die wir laufen müssen. Weil hier laufen wirklich zwei, drei rum, weiße sowie entsprechend aber auch im braune. Dann bleibt das, damit sie nicht die spawnen. Ja, habe ich vor. Ich habe auch. Kann ich die mit Fleisch locken oder mit. Nein, das macht die nur Ratti. Rattig. Okay. Höchstens an denen hinterher, wenn sie sich von dir entfernen, damit die halt nicht verschwinden. Ja, wie gesagt, ich versuche gerade so ein bisschen hin und her zu wuseln, damit die halt da bleiben oder viel eher. Sebastian, Was? ist es noch weit? Ich weiß es nicht, mein Rechner hängt. Dann Ich höre sind nur, wie wir du neben mir da. plätscherst. Dann sind wir da. In 1000. Nein. Immer noch, es waren gerade auch schon 1000. Ich würde jetzt sagen, in 1000 auf der einen Achse. Ich habe die andere noch nicht erwähnt. Gott. Willkommen bei Minecraft. Nein, so schlimm ist es nicht. Es sind wirklich. Also von der X-Achse sind wir eigentlich schon relativ gut. Wir müssen jetzt bloß die Z noch. Hier war ich doch schon mal. Das war die erste Erkundungstour, die ich gemacht habe. Ja, guck mal. Batschko, ich gebe dir Ja. vollkommen recht. So ein Boot, wo du mehrere mitnehmen kannst, das wäre echt gut. Toll, Okay. die entfernen sich quasi gerade wie so ein Strecksal nach links und rechts entgegengesetzt voneinander, von mir weg. Boah. Daher. Ja, wem denn? Ein Weißen. Okay, hier sind zwei, hier sind mehr. Das heißt, dann gehe ich lieber denen hinterher. Brauche ja auch zwei am Ende, damit sie die fahren kann. Und gleich rennen wir hier nochmal durch so einen Nadelwald und da entdecken wir auch sofort solche Wölfe. Wäre Ich doch finde super. das einfach nur so ironisch und auch mehr als lustig irgendwie, so im Sinne von, ich suche das Oder nicht, ich bisher verlaufe mich Zielgruppe. und ich finde die erstmal. Ja, das ist ja ähnlich wie bei mir. Ich suche die nicht. Ich suche Katzen. Bin eigentlich auf dem Rückweg, weil ich total Hallo, genervt wieso kann bin. ich hier nicht hochspringen? Was kommt mir entgegen? Wölfe. Aber was haben wir gesagt, Zorro? Ja. Der kommt auch irgendwie immer da an, was eigentlich dann als Ziel am Ende gilt. Jeder wundert sich, wie er das gemacht. Immer nur Schaden, Schaden. Aua, ich. Leute, es wird Hell? das gerade Tag. dunkel. Nee, es wird dunkel. Ich bin mitten auf der Burg. Ich sehe gerade, dass die Sonne untergeht. Hallo, bleib hier. Romantisch. Er guckt mich an, weil ich den Knochen in der Hand habe. Ja. Gib ihn ihm nicht. Uns gucken gerade alle Kühe hier creepy an, wie wir durch das Wasser schwimmen. Ganz Wenn du ehrlich, denen jetzt den Knochen ja, gibst, ich dann gebe kannst du denen dich. keinen Knochen. Ich weiß das, das ist mir bewusst, aber sie gucken mich an und bleiben stehen. Das ist das Wichtige dabei. Ja, ich kann mir vorstellen, was sie sehen. Einen riesengroßen Knochen. Ah, du Ja. möchtest schneller gehen? Okay, können wir auch machen. Leute, beeilt euch. Wir laufen doch schon. Also 500 sind wir jetzt. Holla. Oh, hier geht's runter. Weil die entfernen sich auch so langsam von mir, also geteiltermaßen. Versuche ja zu springen, aber mein Rechner will es ein partout nicht wirklich mitmachen, wenn Du gerade soll. verdammtes Schwein! Ich habe schon geguckt zur Not, Würdest du ob echt ich mal euch was im irgendwie Hintergrund teleportieren wegmachen? kann oder so, aber ich finde den Befehl nicht so schnell und bevor die Wölfe jetzt alle dann weg sind. Ja, einfach hoch hier den Berg. Batschko, wir benutzen Bucket in der, boah,
keine Ahnung, welche Version. Was ist für ein Scheiß? Ab und zu muss auch so ein bisschen quer. Boah. Weil ich sag dir ganz ehrlich, ich kenne mich damit gar nicht aus. Unser Techniker, unser Technikwolf Dunkelfote, der kümmert sich darum. Der entscheidet. Ich sehe nichts. Ich bin noch nicht oben, nein. Der entscheidet für uns dann entsprechend, was nehmen wir, was nehmen wir nicht. Weil es soll ja schon noch das Spielerlebnis sein und nicht einfach irgendwie zugemoddet oder so. Ja. Ich glaube, mein. Würde Minecraft auf meinem Laptop besser laufen? Wir müssen da gleich runter. Also, wo laufen wir hier lang? Ich habe nicht gesagt, dass es der kürzeste ist. Es ist der direkte Weg. Dass wir dann auch immer wieder Blöcke hoch und runter hier jumpen müssen. Sicher Lava. Red Essential. Bist du hochgekommen? Warte mal. Ich hab Niki verloren, also nicht. Warte, ich muss essen. Oh mein Gott, ich habe Niki verloren. Ja, das ist direkt an dem Lavasee. Oh Gott. Stopp, stopp, ich weiß nicht, wo ich bin, aber hier ist ein Wolf. Ja, Schatz, ich hab dich gerade teleportiert. Okay. Wie? Er hat ich bin gesagt. Mod, ich bin Mod, ich kann das halt. Wieso, hin, rechtsklick drauf. Er hat doch gerade. Nochmal, gesagt, mehrmals. Darf so, ich euch eins sagen? Jetzt herzt er dir. Ich hasse euch. Du teleportierst dich und ich stehe hier vorne direkt vor dem Wolf. So, jetzt nochmal rechtsklick, damit er dir folgt, weil jetzt bleibt er sitzen. So. Auf zum nächsten. Ja, warte, ich habe hier noch Knochen. Ich habe hier noch Knochen für dich. Ich habe noch Knochen, 17 Stück, der kommt nicht. Ja, hast du auch die 42 Knochen von mir. Hier. Er geht weg, ist so geil. Oh mein Gott, da ist einer. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was der macht. Wieso kommt er nicht mit? Der hat auf jeden Fall dein Halsband um. Teleportieren doch auch. Komm mit. Hier ist ein Enderman und, Wolf, komm. Was ist eigentlich, wenn man jetzt, seinen eigenen Wolf mit dem von einem anderen... Das geht funktioniert nicht. Ah, okay. Schatz, ich suche dir noch einen zweiten Wolf, ja? Aber er will nicht mit, er läuft weg. Schatz, ich weiß nicht... Der teleportiert sich doch zu dir, der Wolf, irgendwann. Ich sagen, wenn dir was passiert, weiter. Teleportieren die doch sich zu dir. Aber wo siehst du denn den Hals? Ah, doch, da hat ein Halsband. Und das reicht, ja? Wieso stehst du im Bau? Was ist los mit dir? Ein, zwei Sekunden, Wolf sofort am Rummeckern. Oh Gott. Alter, der Wolf hat mal... Da war gerade noch ein Skelett, okay. Hier ist noch ein zweiter Wolf, Schatz. Hier ist noch ein zweiter Wolf von mir. Oh mein Gott, Niki hat endlich ihr Ziel erreicht. Jetzt brauche ich noch Katzen. Für uns alle. Kann ich ihm gleich den Knochen nicht geben. Rechtsklick. Guck mal, du siehst das. Doch, du hast gesehen, der hat so komisch geraucht. Das heißt, dem ist es noch nicht genug. Also den musst du noch einen Knochen geben, bis da Herzchen kommen. Nein, lass den Haar in Ruhe. Ja, warte, ich mach den. So, das Problem ist, als ich die Wölfe gesehen hatte, hatte ich noch genau zwei Knochen. Und da ist der zweite. Ja, du hast doch jetzt beide. Die haben jetzt beide ein Halsband. So, und jetzt? Rechts liegt, dass er nicht sitzt. Wenn er sitzt, dann kann er dir nicht folgen. Jetzt gehen wir nach Hause, indem ich dich zu mir teleportiere, wenn ich entsprechend am Spawn bin. Und dann müssten die Hunde ja nachteleportieren, wenn ich das richtig im Kopf habe oder verstanden habe. Weiß nicht, ob es da auch funktioniert, aber ich würde es mir momentan denken. Lass ihn bloß nicht zurück. Wir wünschen. Meine Babys. Ich habe einen Screenshot gemacht von der Position, wo sie sind. Ah, ist das mein Wolf oder ist das... Ach, das ist... Nee. Die sind so hübsch. Die ist glücklich, Gott sei Dank. Welche Babys? Erst mal zu Hause an. So. Okay, ich bin jetzt irgendwo, aber meine Wölfchen sind nicht hier. Ja, die müssen... Die kommen ja gleich dann. Ja, das hoffe ich. Also, so wie ich das verstanden habe, teleportieren die Wölfe sich zu dir, irgendwie sowas. Ja, aber die teleportieren sich mit dir, wenn du halt rennst. Deswegen, das war das, was ich gerade so meinte, wegen dem Teleport so durch den Admin. Ja, Sekunde, ich muss hier erstmal kurz aufräumen. Herr Enderman, lass meine Steine in Ruhe.
Erik? Ja? Die sind nicht da. Kann ich den Spieler auch an eine spezielle Position wieder porten, weil dann würde ich Niki zu ihren Hunden zurückportieren? Dann würde ich es eher anders machen, weil wir... Du warst ja jetzt dabei, du hast es ja mitbekommen, dass er sich Hunde geschnappt hat. Du kannst auch Hunde in die Welt rufen. Oder so, dann müsste ich nur wissen, wie kann ich Hunde spawnen. Ich will meine Hunde. Ja, das sind ja deine Hunde dann. Aber nein, du holst mir andere Hunde, ich will die Hunde. Oh Gott. Oh Gott. Du hast meine Babys zurückgelassen, port mich da wieder hin. Lauf dahin. Ich weiß nicht wo. Hau mich nicht. Oh nein, gleich explodiert mein Hund. Jetzt port mich dahin. Bitte dich. Friendly Fire ist nicht an. Doch. Mhm. Doch. Das kann man, glaube ich, in Minecraft auch gar nicht deaktivieren. Und wenn, dann wird es ihn halt irgendwo runterschubsen. Das ist Fallschaden, dann hat das nicht nur mit Friendly Fire zu tun. Aber ich muss doch mal so langsam bei mir wieder zu Hause sein, oder? Oh nee. Dauern. Ich sagen, bist du das da hinten? Erik? Ja. Machst du's? Ja. Ich bin hier. Was tut er? Also was will er? Ich. Oh Gott. 5 Skelette auf einem Haufen. Lass mich. Oh Gott. Da! Ich hasse dich. Ich habe zwar was gespawnt, aber ich weiß nicht genau wo. Du sollst mich hin teleportieren. Ich weiß nicht, ob es den Befehl gibt. Ich muss hier gerade. Oh Gott, hier ist so eine Party nachts gerade. Ja, ich glaube, ich habe jetzt gerade meinen Hund aufgebaut. Rechnen. Gehen wir zum Spawnpunkt. Der müsste ja hier hin, der müsste ja hier sein. Aber wenn du mich hier hin teleportierst zu dir, dann solltest du mich doch auch an eine andere Stelle porten können. Nee, weil er da ja war. Ich also höre. Oh Gott. Mich erwischt. Der Spawnpunkt ist doch hier auch irgendwo. Ja, der ja ist also hier. Halbwegs auf dem Weg zu mir. Zombie-Villager, juhu. Da! Ja. Da sind sie! Ah. Ja! Auch ihre? Schon die gezählten oder was? Warte, ich meine ja. Nee, warte mal, der hat jetzt keinen Halsband, der andere hat aber mal nicht einen Halsband gehabt. Die gehen jetzt auf jeden Fall gerade auf Jagd nach den Zombies. Hier hinten ist der zweite. Ja, die passen ja auch auf, dass hier nichts passiert. Ich würde sagen, die passen ja auf, genau. Wenn sie ein Halsband haben, sind das? Ja, ich meine, der hat ja ein Halsband. Guckt hinter dir denn. Der hat noch was zum Beißen gefunden, oh Gott. Du hast diesen Befehl gedrückt, seitdem ist meiner auch weg. So, also, der hat noch kein Halsband. Nee. Ja, dann hat gar keiner ein Halsband. Du hast doch noch Knochen, oder nicht? Nein, er greift die mach dass er lieb ist. Der ist nämlich gerade noch voll mit roten Augen. Oh Gott, der hat rote Augen. Oh geil. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Ich kann nichts machen, es passiert nichts. Da steht er einfach nur. Sieht gruselig aus. Wo ist der andere Wolf? Rote Augen. Ich kann ihn nicht füttern. Ja, warte, vielleicht, weil hier noch was. Weil hier noch Dingens in der Nähe waren. Ist ihm jetzt besser? Irgendwie nicht. Was ist mit dem Wolf hier los? Kann ich nicht füttern. Erik hat den Werwolf geschafft. Oh, Erik, was hast du getan? Ich weiß nicht. Jetzt forderst du mich von meinen Babys weg. Jetzt bringst du mir neue und die sind bösartig. Es sind Wölfe und keine Kuscheltiere. Ich kann diesen Wolf nicht füttern. Er steht einfach nur da und guckt die Schafe an. Okay, warte.
Da krabbelt eine Spinne unter der Decke rum. Er kommt wieder und denkt ich sich auch noch so. Jetzt komm her hier! Was sagen? Den Hund kannst du. Den Hund kann man. Ja! Der will die. Der will die. Oh Gott! Nein! Jetzt halt die Klappe und hör zu, verdammte Kacke! Es wird gerade im Chat gesagt, den konntest du nicht mehr zähmen. Der hatte Blut geleckt. Deswegen kriegst du jetzt den nächsten. Jetzt komm her hier. Er hat ihn getötet. Guck, was im Chat steht. Hinter dir, da. Aber das ist kein Weißer. Der hat Punkte. Und der ist auch schon böse. Was machst du? Ja, was? Ich mach gar nichts. Komm, dann müssen wir weiter weg mit denen. Das kann sein, dass die irgendwie da allergisch drauf reagieren. Mach den tot. Ja, die sehen sofort die Schafe und haben Hunger. Was... Hier ist doch noch einer, Schatz. Hier ist einer. Ist der weiß? Ja. Ich bin weiß. So wie meine waren. Port mich zurück. Geht nicht. Den brauchst du. Der hat Bock auf Knochen. Mit dir? Ich hab gleich keine Knochen mehr. Ich hab noch 45. Cool, gibst du mir dann 20 wieder ab, wenn sie wieder da sind? Aber er hat doch gerade schon mal gesagt, oder hattest du ihn jetzt wieder anders gefüttert? Da, er hat ein Halsband. Orange. Wo ist der andere jetzt? Ich brauche noch einen. Da ist noch einer. Oh, wo kommt der her? Hast du den gespawnt? Erik? Ja, was denn? Willst du auch einen haben? Ich weiß nicht, wo man da hin ist. Unfair, ich will meine so viel gemacht hast. So, und jetzt port mich hier. Dahin, wo du mich weggeholt hast. Geht nicht! Welcher hat denn jetzt keiner? Gib mir die Koordinaten. Der hier. Da. Oh, guck mal. Ein Knochen. Wieso habe ich jetzt drei? Nein, hast du nicht. Sebastian hat auch einen. Glaube ich zumindest. Ja, ich glaube, er rennt hinter mir her. So, dann müsstest du jetzt nach Hause gehen, damit die dir folgen. Also der wedelt langsam beide hinter dir her. So, und wenn du Fleisch hast, kannst du die beiden entsprechend Fleisch geben, damit sie so ein bisschen Spaß aufeinander kriegen und dann... Verpissen sie sich in eine ruhige Ecke und haben Spaß miteinander. Genau, richtig. So, dann kommen wir mit nach Hause. Guck mal, sie waschen sich jetzt. Lol, sie schütteln sich erstmal. Pass auf, dass du die jetzt nicht irgendwie ins Feuer lockst, ne? Einer fehlt. Nein, der müsste sofort da sein. Alles klar, Netzcaptain. Schön, dass du da warst. Oder. Und gern bis zum nächsten Mal. Dir eine gute Nacht. Nacht. Nachti. Boah, wo ich jetzt überall hergelaufen bin. Nicht wissen, wie viel wir jetzt aufgedeckt haben. So, ich habe dir schon mal die Tür aufgemacht. Du kannst mir gleich die Koordinaten geben, wo wir waren. Du hast dir das ja gemerkt, ne? Ich habe mir das nicht gemerkt, ich habe einen Screenshot gemacht, den müsste ich erstmal dann raussuchen. So, und jetzt kannst du den halt mit ein Stück Fleisch entsprechend ein bisschen Spaß machen. So, so. Guck mal, jetzt haben sie sich lieb und jetzt haben sie jetzt da. Was, jetzt schon? Ja, jetzt. Klar. Ich bespring den Zaun. Oh. So, bitteschön. Jetzt hast du Hunde, die jetzt bei uns hier rumwuseln können. Jetzt musst du auch aufpassen, dass hier die Türen halt entsprechend geschlossen bleiben. Ja, oder du sie mit Rechtsklick dazu bringst, dass sie Platz machen. Genau. Jetzt muss ich mir natürlich was einfallen lassen, wie mache ich das jetzt mit hier oben, damit die nicht hier sofort durchlaufen. Aber wir haben noch zwei Türen, dann werde ich die eben fix einbauen. Wo ist... Da ist der andere. Ich denke so, wo ist der? Der steht da oben drauf. Erik, er geht schon da hoch. Erik! Oh Gott! Ich bin nicht so schnell! Nein, die folgen mir alle. So, komm mit. Geh runter. So, jetzt dürften sie, solange die Türen zubleiben, nicht mehr rauskommen. Nein! Er ist rübergehüpft! Was? Wo? Was?
Was ist los mit dir? Mit dir? Die rennt über den Schalter. Alles klar, ich muss das wegmachen. So, und jetzt wieder zurück. Kommt. Kommt rein. Ja, komm, 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 komm. Hey, du andere auch. Oh nein! Was tust du da? Guck mal, was er macht! Ja, ich seh's doch. Er findet entsprechend jeden Schalter raus. Ja, komm rein. Oh, sehr schön. So, jetzt kommst du ein Stückchen rüber. Komm, komm, komm. Hundeerziehung leicht gemacht. Ja. Boah, der Kleine mit dem mit der Bumsbirne sieht einfach niedlich aus. Willst du noch mehr Hunde haben? Erstmal mit denen nicht klarkommen. Lässt Phil die einfach rumlaufen oder sitzen? Nein, nein, der lässt sie sitzen. Du hast den übrigens nicht zum Sitzen gebracht. Der hat schon wieder den Arsch oben. Der Kleine. Ich will den jetzt nicht vor der Tür sitzen lassen, ist dumm. Aber der Kleine hier, der sitzt nicht. Jetzt sitzt er. Die sitzen an so komischen Stellen. Kannst ja hinsetzen, wo du willst. Du kannst auch einen ins Schlafzimmer setzen, hier auf die Wolle. Wie wär's mit einem hier oben? Guck mal, Schatz, ein hier. Ja, aber ich weiß nicht, die müssen mir folgen. Und ein hier. Ja, dann musst du denen halt wieder entsprechend sagen, dass sie folgen dürfen. Ja. Guck mal, macht ja. Er doch. Komm rein. Hallo. Komm doch. Hallo. Ich, bitte, komm hierher. Geht weg. Oh, du Opfer, komm mit. Hier, komm. Deadline, ach, gar kein Problem. Solange du Spaß hattest, ist doch alles entspannt. Geh aufs Bett. Ja, jetzt. Plötzlich. Böser Hund, Batz. Ich guck aus dem Fenster. Das musst du im Stream sehen, das sieht so geil aus. So, ja, ja, setz dich da hin, Batz! Pfeife. Das war keine Absicht. Guck mal, wie traurig er mich anguckt. Siehst du das? Siehst du das? Mein Baby, komm. Oh, das Baby ist so süß. Das Problem ist, der kann nicht da oben stehen, denn der muss bei seinem Partner sein. Ja, der andere Große, den würde ich jetzt entsprechend da oben hinsetzen und den Kleinen kannst du in die Ecke quetschen oder so. Dann machen wir noch einen Kleinen. Mhm. Hast du ihm auch wieder, dass er. Ja, okay. Komm, la jetzt aus der Wand raus, Mann. Das sagte ich und er steckte den Kopf wieder in die Wand. Nein, nein! Das war ein Film gesehen. Bleib stehen. Ich hab 15 Enderperlen, was da los? Wie schmied ich eigentlich einen Amboss? Oh, Baby, wir haben doch einen. Ich weiß, aber wie schmied ich einen? Was macht der da? Lalala, ich freue mich im Kreis. Ich freue mich im Kreis. Komm mal raus. Oh mein Gott, ich habe mein Dach gleich fertig. Überhaupt nicht groß geworden. Bechko sagt übrigens gerade, kann passieren, dass sich die Hunde zu dir porten, sobald du von einem Zombie angegriffen wirst. Die kommen dann auch manchmal, selbst wenn die sitzen. Also nicht, dass du dich wunderst und so, ne? Heißt das, könnten meine anderen zwei dann auch sein? Bitte? Meine anderen zwei. Ja. Die irgendwo am Arsch der Welt sind. Quasi, genau. Könnte sein, ja. Komm hier hoch. Ich habe einen Knochen. Knochen? Finde ich schade, dass man die nicht irgendwo hinführen kann. Oh. Abend. Ich glaube, er kommt doch nicht raus. Obere Reihe, in der Mitte einen Eisenbarren. So. In der Mitte einen Eisenbarren und die untere voller Eisenbarren.
Mein Schläfchen, Gott, WB. Jetzt komm! Warum, was sitzt du da drinne? Man hat ja einen Herzinfarkt, wenn man an dir vorbeigeht. Komm. Batschko, also wenn ich dich richtig verstanden habe, obere Reihe? Gott, er will nicht raus. Ah, Blöcke. Oh, Entschuldigung. Geh mal bitte gucken, wo er ist. Wolltest du einen Eisenbohler machen oder was? Nee. Erik? Ja? Guck dir das bitte an. Da unten, nein, da unten. Da unten. Oh Gott! Was macht es da? Es sitzt da und will nicht rauskommen. So, ich hab's immer hochgeschickt. Oh, sehr schön. Oh, jetzt hör auf, so rumzuwirbeln. Boah, wie schnell der ist. Was? Hyperaktiv. Passt doch zu dir. Passt doch zu dir. Mach die Tür zu. Was sagen? Passt doch zu dir. Ja. Aber da kannst du nicht sitzen bleiben, weil das müssen wir öffnen. Oh, der ist so süß, der Kleine. Oh Gott, bleib stehen. Leute, ihr hattet recht. Perfekt. Womit hatten Leute recht? Dass es Eisenblöcke sind, das habe ich überlesen. Das tut mir natürlich leid. Über meine Palisade davon aus kann ich über meinen ganzen Hof schießen. So, wie lange macht er jetzt noch? Nicht wirklich lange. Hast du vorhin auch schon gesagt? Ich nur noch mal eben jetzt in meinem Kisten. Wir haben schon 2:30. Ja. Ne, ich würde jetzt auch so langsam entsprechend hier so weit langsam Ende machen. Ich will nur eben die Sachen noch irgendwie einsortieren oder vielleicht eher einsortieren nicht, sondern einfach nur wegklicken. Ich muss mir trotzdem noch mehr Hunde machen später, weil die sind dann in meinem Strandhaus. Kriegt man hin. Die mich mal von einem Zombie angreifen lassen. Das mal zu testen. Der alleswissende Twitch-Chat hat schon immer geholfen. So, jetzt haben wir auch endlich mal wieder so ein bisschen Fleisch. So, das kann alles weg. Bücher. So. Alles gut, das kommt woanders. So, das hole ich mir alles raus. Brauchen wir nicht. Verdammt. So. So. Bup, bup. Weg, 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 weg. Weg, weg. Oh, Wackelpudding wäre jetzt so episch. So, Schatz, was wolltest du jetzt machen, sagtest du? Angreifen lassen. Irgendwas finde. Natürlich finde ich jetzt, wo ich es will, nichts. Doch, da. Also ich wollte sagen, du musst einfach nur bei uns direkt vor die Tür auf das große Feld. Da sind eigentlich immer Zombies um nachts. Oder bei mir auf den Hof. Ja, oder wenn du es richtig hardcore haben möchtest, bei mir. Bei einem ist es schlimmer als beim anderen. Genau, richtig. Glaube ich, die Einzige, die keine Probleme damit hat, oder? Ja. Aber ich glaube, Erik kann das bei mir hier bestätigen. Irgendwie, du guckst dich ja noch um, Zombie. Guckst dich um, Zombie. Dann drehst du dich um und siehst einfach nur ein Pferd, was dich angrinst. Gott, halt mir erschrocken, da steht ein Kaninchen direkt in der Fackel drin und es brennt so auf dem Rücken. Ich dachte mir so, was... So, was habe ich gesagt, Zombie? Wer ist euch? Da ist wieder einer. So. Schatz, ich warte noch darauf, dass du entsprechend wieder... bei uns angekommen bist, dann würde ich nämlich auch für heute so langsam Feierabend machen.
Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel. Ich habe gerade einen Villager-Zombie getötet. Doch, das nehme ich dir sehr, sehr übel. Wir haben genug. Ich weiß ja nicht, vielleicht wäre der noch potenter gewesen. Noch potenter. Oh Gott. Wo sind eigentlich diese Schalter auf dem Boden? Ach, das war einfach nur, weil mir nichts Besseres eingefallen ist als Bodenplatte in dem Moment. Ich bin da, wo bist du? Ich schwimme gerade den Wasserfall hoch. Okay. So eine kleine Sportübung am Abend und so. So. Seid ihr auch soweit fertig, oder? Ja, ich mache hier noch ein bisschen kurz. Die Wände vom Dach wollte ich noch eben kurz machen. Also das Dach habe ich fertig, ich muss noch die Seitenwände. Ja, ich wollte noch mal eben Dörflern hier Hallo sagen. Also kannst ruhig schon den Stream beenden. Wir machen ja auch viel. Alles klar. Okay. Dann würde ich sagen, Leute. Nein. Doch. Nein. Nein, Leute. Nein. Tobi, es leckt gerade bei mir und ich versuche im Dorf die Tür zuzumachen. War jetzt passend. Schatz, was sagst du eigentlich zu unseren schönen Lampen, Seitenlampen so? Hast du die überhaupt schon gesehen? Ja, habe ich den schön. Gut. Sind doch auf dem ganzen Weg hier hoch. Ja, genau, die habe ich alle dahingestellt. So, neuer Versuch. Vielleicht lässt mich Sebastian ja jetzt. Nein! Nein! Alles klar. Leute, wie gesagt, danke fürs Reinschalten, danke fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Man sieht, das Dorf entwickelt sich unweigerlich immer weiter. Es entwickelt sich eigentlich in jede Richtung. Hinten habt ihr noch gar nicht so viel gesehen. Ist noch ein Villager-Zombie. Das wird entsprechend sich auch demnächst mal offenbaren, was dann da Schönes alles passiert. Bei Villager-Zombies. Nicht vergessen, Mittwoch 19 Uhr ist unser fester Stream. Und ich würde sagen, falls bis dahin was ist, ist es spontan. Followen, den ganzen Kram. Euch noch einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.